Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Sonntags-Doppelfolge von ARK, hier bei uns, mit euch. Ja. Mario, fehlen gerade die Worte. Da war er völlig verwirrt gerade. Nein, ich war gerade gedankenversunken und habe mir so gerade so gedacht, Mensch, das Wochenende ist schon fast vorbei. Ja, das ist mehr als traurig. Ist ja irgendwie und immer das Gleiche. Und ich bin wieder als Captain Hook unterwegs heute hier. Ja, wunderschön. Herr Gott, ey, ich habe mir so viele Sachen aufgeschrieben, die alle zeigen wollen. Das ist unglaublich. Das ging gar nicht. Ja, und diesmal hast du deinen Zettel auch nicht verkramt. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ich würde sagen, wir fangen erstmal hier an beim Stall. Der hat sich ja etwas verändert. Ich habe da schon mal ein paar Sachen durch Metall ersetzt, denn wir hatten es ja beim letzten Mal angekündigt. Wir werden jetzt größtenteils... Moment, ich muss mal ganz kurz gucken, was da oben los ist. Was ist denn los? 28, 52 und... 56. Das lohnt sich nicht. Naja. Ja, wie gesagt, wir hatten schon letztes Mal angekündigt, dass wir jetzt ja doch Großteil durch Metall ersetzen wollen, denn wie gesagt... wir wollen ja irgendwann den Giganotosaurus wieder aktivieren, logischerweise, und andere Dinos, die vielleicht irgendwann mal Stein zerstören können. Und da gehen wir natürlich auch nochmal sicher, indem wir halt aus Metall bauen. Das dauert natürlich wirklich lange, aber naja, irgendwas ist ja mal, ne? Genau. Und weil wir hier gerade schon beim Stall stehen, müssen wir doch gleich mal reingehen, ne? Denn ihr kennt ja hier schon, also Skipper mit der geilen Minenmütze oder ja, der Berg. Der Minershelm, ja. Genau, dem Minenhelm. Rico mit dem coolen Cowboy-Hut. Und Private hat jetzt auch was aufbekommen. Private trägt jetzt gerne einen Dino-Helm. Ja, dann kann sie ja die ganzen Dodos erschrecken. Das nachts oder sowas so als T-Rex-Verschnitt. Schon echt cool. Die armen Dodos. Ich hätte theoretisch noch einen anderen Helm. Soll ich den auch noch zeigen oder hebe ich den auf, bis wir unseren vierten Pinguin haben? Den kannst du noch aufheben. Dann hebe ich den noch auf. Auf jeden Fall echt lustig. So, dann hat man ja noch gesagt, wir haben ja jetzt hier vorne schon mal die ehemalige Werkstatt weggerissen und jetzt ein neues Fundament hingezimmert. Hier kommt ein kleiner Stall, wir wissen noch nicht so ganz genau, was reinkommt. Vermutlich kommen da die Trikes rein. Wir haben übrigens noch einen neuen Trike für Mike, endlich meine Freundin. Molly heißt die Gute. Richtig, also ich war der Meinung, Molly passt, ne? Molly ist ein bisschen mollig, aber Molly ist trotzdem eine Süße. Molly und Mike. Die können dann Molly Fun Trike und Mike Fun Trike. Ja, warum heißt sie denn eigentlich noch nicht Molly Fun Trike? Du hast sie benannt. Ich habe gepennt, wie man merkt. Ja. Also hier, wie gesagt, ein Stall, noch ein weiterer, dass wir einfach ein bisschen Ordnung jetzt mal in die Dinos reinkriegen. Das geht so nicht weiter. Ansonsten haben wir schon überlegt, die Raptoren kommen hier demnächst raus. Da kommen noch mehr Skorpione rein. Wir brauchen noch mehr Skorpion-Eier sozusagen. Denn das neue Kochsystem ist ja endlich im Spiel. Und da gibt es so einige Sachen, die man da kochen kann. Also da muss man ein bisschen rumprobieren. Ehrlich gesagt habe ich jetzt noch nicht so wirklich eine Ahnung davon. Schön. Also, das sind aber zwei. Also man kann auch Eier und sowas mit verkochen, vertüdeln. Und das Problem ist, wir haben halt nicht so viel Eierproduktion oder nicht so eine hohe Eierproduktion von den Dinos, als dass man die noch verkochen könnte. Ja, das ist schon ein bisschen ungünstig. Deswegen, wie gesagt, noch ein paar mehr Tierchen und sowas, die alle Eier legen und sowas. Ist ganz wichtig. So, dann haben wir hier die kleine Akira, die jetzt gar nicht mehr so klein ist. Nee, die ist schon ordentlich gewachsen. Die ist eigentlich schon ausgewachsen. Ja, das stimmt. Also wie die Zeit rennt, das glaubt man gar nicht. Ja, das ist unglaublich. Ich hänge schon wieder irgendwo fest. Warum machst du denn sowas? Die Kleine ist schon, ja, stattliches Mädchen. Na, sehr schön. Ich sehe gerade, wir haben gar keine Narkosepfeile mehr. Dann möchte ich mal kurz welche herstellen. Ein paar habe ich noch. Du kannst aber welche herstellen. Genau. So, die werden auch ein bisschen skillen hier, die Gute, dass sie auch ein bisschen kämpfen kann demnächst. Ja, wie gesagt, ich habe die Nacht auf die Kleine aufgepasst und gefüttert und überhaupt und Windeln gewechselt. War nicht so einfach, aber ich habe es geschafft. So, was haben wir denn noch? Ach ja, genau, bevor ich es vergesse. Ich muss es aber erstmal suchen. Du musst es suchen? Da bin ich ja gespannt. Was musst du denn suchen? Das Kostüm. Ah, soll ich dir verraten, wo es ist? Oder willst du dir ein bisschen... Dann kannst du ja hier mal die Schränke durchgucken. Du kannst es mir auch einfach sagen. Könnte ich tun. Damit unsere Zuschauer sich nie langweilen. Ja, erstmal guckt euch doch bitte an, was hier so los ist. Ne? Das ist unser neues Lagerhaus. Ja, mit also ziemlich Lager, vielen Schränken. Lager und Crafting-Bereich, also Werkstatt. Wir mussten halt einfach da hinten raus. Das ging nicht mehr. Wir hatten keine freien Lagerplätze mehr im Prinzip. Und ja... So, jetzt muss ich tatsächlich doch nochmal selber suchen. Aha. Warum muss ich denn jetzt suchen, verdammt? Ich dachte, ich hätte das ja alles... Ja, offensichtlich ja nicht. Verdammt, wo habe ich das denn... Leute, ihr seht, das funktioniert schon wieder gar nicht.
Anni hat alles hier vertan. Ist es. Da steht noch fälschlicherweise Steine drüber. Naja, weil ich es noch umbauen muss, ja. Also ich habe ja hier überall Schilder rangeklemmt, falls Mario die mal zeigen möchte. Ja, sofort. Ja. So. Ja, dass man halt auch wirklich weiß, was sich wo in welchem Schrank befindet. Ich finde, das müsste irgendwie größer sein vom Text her. Das kann man von Weitem immer ein bisschen schlecht lesen. Ja, das stimmt. Das wäre praktisch. Wenn man hier steht, wird es schon, hier zum Beispiel vorne Holz und sowas, wird schon ein bisschen schwieriger. Aber hier vorne... Ja, muss man halt näher ran. Dass das hier Strukturen heißen soll, das erkennt man auch nur, wenn man davor steht. Aber wenn man es weiß. Genau. Also wie gesagt, das ist ja unser neuer Crafting-Bereich inklusive Lagerplatz sozusagen hier, Wasserleitung, paar Kochtöpfe für Holz und Kochrezepte und sowas, also Holzrezepte logischerweise nicht, aber Holz verbrennen für die ganze Holzkohle und sowas. Das geht in den Dingern ganz gut, die haben nämlich ganz viele Plätze. Da haut man die alle rein, die ganzen Holzbalken, und dann kann man die verbrennen. So, aber wir wollten ja noch Brunhilde umziehen. Ja, die ist etwas groß. Oh nein, hier irgendwie, ach nee, du sitzt gerade irgendwo drauf? Nee. Ich? Nein, warum? Ich habe mich gerade gewundert, was hier angetrampelt kommt. Irgendwas hat die gerade gepoltert. Na, wahrscheinlich der Ankühler, der sich bewegt. Na, irgendwie wackelt mein Bildschirm, aber naja, egal, ignorieren wir das jetzt einfach mal. Solange hier nichts angelatscht kommt. Hm. Ja, denn der Ankylo, der hier so zwischen den Bäumen hängt, der soll bald auch uns gehören. Der hat eine nette Färbung, hatten wir gedacht, und ja, da der hier eh schön abhängt. Ja, der sieht ziemlich cool aus. Können ihn ja eh gebrauchen. In weiß oder na, so ein bisschen vom Style her sieht er ganz ziemlich cool aus. Und wir kriegen schon wieder Besuch. Ja, wir kriegen ja immer ständig Besuch. Ja, ziemlich cool. Und Brünhilde, die hat übrigens, die ist kurzsichtig. Wir haben ja mal eine Brille aufgesetzt, man sieht das hier. Das ist ein bisschen schwierig. Also, aber ich wollte noch das Kostüm zeigen. Ja, eben, mach das da mal. Eine kurzsichtige Brünhilde im Skelettkostüm. Sehr schön. Oh Mann. Also, ja, wir füttern unsere Dinos nicht, wie man sieht. Die müssen sich alle selber ernähren. Und Brunhilde hat es oft nicht geschafft. Die hat mit ihrer Kurzsichtigkeit keine Nahrung gefunden. Deswegen ist das ein bisschen blöd. Das sieht echt geil aus. Das sieht wirklich richtig cool aus. Also die Kostüme sind echt richtig cool. Gefallen mir sehr gut. So, und da kann man nämlich mal hier hoch auf den Sattel. Da kann man hier links, rechts mit dem Schwänzchen schlagen. Hab ich gerade den Ankylo getroffen? Also ich, ja. Was machst du da? Ich habe nur meinen Schwanz geschlagen. Ja, super. Ja, klasse. Der Ankylo blutet jetzt wie Hulle. Das hatten wir vorhin schon. Ja, super. Wie wär's, wenn du einfach mal den Schwanz da stillst? Ey, ist ja nicht wahr. Keine Schwanzsprüche jetzt bitte, ja. Ja, ich redete hier vom Bronto. Wir haben ja auch Zuschauer, die noch nicht so alt sind und so verdorben wie du. Ich habe gar nichts anderes gesagt. Du bist so ein Perversling. Ich habe nicht. Wahnsinn. Ich habe extra gesagt, bitte keine Schwanzsprüche. Ich traue mich gar nicht mehr jetzt hier auf den Ankylo zu schießen. Du könntest ja mal die Lupe rausholen und... Ich habe keine Lupe. Ach, hast du nicht hergestellt, wa? Nee, ich habe ja vorhin gesagt bekommen, dass diese Lupe, die jetzt mit dem aktuellsten Patch mit rauskam, totaler Mist ist. Ja, 16 Engram-Punkte für eine Lupe, bei der man lediglich sehen kann, wie viele Hitpoints ein Dinosaurier noch hat und welche Beeren sich in irgendwelchen Sträuchern verstecken. Ich meine, gut, ich verschwende meine Engram-Points eigentlich sehr gerne. Ja, ist total super. Ich habe nämlich jetzt auch kaum noch welche. Nachdem ich jetzt endlich Level 75 geworden bin, haben wir auch schon mal angefangen, jetzt hier die Tower-Ausrüstung. Also ich habe es ja zumindest schon mal gelernt, so viel immerhin dazu. Und insgesamt... Ich meine, soll ich die jetzt lernen? Nackt auf dem Frosch ist auch so ein Ding, ja. Also, ne? Das ist ja lustige Gespräche im Chat. Ja, soll ich die jetzt lernen oder nicht? Was denn? Die Lupe. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ach komm, zu spät. Ich habe drauf gedrückt. Jetzt muss ich gucken, was das kostet. Ich habe die ganze Zeit noch Pinguineier in der Tasche. Klasse Sache. Warum liegt denn hier eigentlich nichts drin in der Werkbank? Was ist denn hier wieder los? Alles raus. So, was brauche ich denn dafür? Alles? Oh, das glaube ich doch nicht. Wood, Hide, Fiber, Crystal, Obsidian und Metal Ingots. Aber nicht. So, also wir könnten rein theoretisch schon mal eine Hose herstellen. Also wir können es leider erstmal nur ein Set herstellen. Denn uns fehlt noch ein bisschen Polymer. Und nein, wir gehen jetzt keine Pinguine töten. Extra deswegen Cementing Paste, Perlen. Okay, Perlen müssen auch noch rein. Ja, ein paar Perlen rein. Cementing Paste brauchen wir noch. Ein bisschen was. Warum ist denn hier schon wieder... Na, weil ich hier... Okay. Nee, der hat hier nur das falsche Kistchen geöffnet. Wenn man weiter wegsteht, dann macht er das Link hier auf. Cementing Paste brauchen wir noch. Diese Ankylodame ist Level 8.
Oh, jetzt ist sie umgefallen. Wunderbar. Ja, das soll ja relativ fix gehen. Aber wie gesagt, dann hat Apollo meine Freundin. Ja, das war der Plan dahinter. Der Hauptplan ist eigentlich, die soll nur Eier legen. Fertig. So. Erwischt. So, wir haben jetzt hier Fiber. Fiber kann ein bisschen knapp werden, glaube ich. 5. Was haben wir denn hier? 9. 15. Und hier haben wir nochmal... Ja, ist gar nicht... Nee, es reicht auf alle Fälle. Dann möchte ich nochmal hier ein bisschen... Kristalle noch reinhauen. Wo sind die denn gelandet eigentlich? Die Kristalle? Ach, die sind ja links im Schrank. Ja, in welchen? Links? Aber ich weiß, in dem hier. Genau. Hab ich selber reingelegt. So, und dann stellen wir auf jeden Fall mal her. Rüstung. So, eins davon. Sehr schön. Eins davon. Na, das dauert doch so ein bisschen mit dem Ankylo. Verdammt. Naja, irgendwas ist ja immer. Ja, das wird schon auf jeden Fall. Irgendwas wollte ich... Ja, ich wollte mal gucken, ob wir überhaupt genug Zutaten haben, dass ich diese blöde Luke bauen kann. So, was fehlt denn jetzt hier noch? Wir brauchen einen Fiber. Nehme ich einen? Ja, einen Fiber brauche ich noch. Für nochmal Schuhe. So, haben wir Obsidian, also haben wir eine Menge Obsidian? Nee, was ist eine Menge? 15. Na, ein bisschen was ist noch im Schrank. Und 8 Metallbahnen. Muss man in die Werkbank gucken. Da, ich glaube, da ist auch noch Obsidian. Nee. Schade, also da haben wir echt zu wenig jetzt hier. Ja, warte mal, na, guck mal hier, oder guck mal in den Fabricator da. Ja, da ist Obsidian drin, aber wir brauchen ja auch noch Metall. Da haben wir jetzt nicht genug. Na, wäre es auch Metall drin, oder nicht? Na, aber auch nicht viel. Ein Barren. Ja, das ist nichts. Und in der Werkbank liegt einer. Dann gehst du mal draußen die Spike-Blockades wegruppen. Da sind dann noch zwei, die wir brauchen. Ah, nein, nicht, hahaha, in der Schmelze. Alles klar, da brauche ich gar nichts wegruppen. Die räume ich nur aus. Aber Obsidian ist tatsächlich jetzt alle hier. Ja, wir müssen mal dringend Obsidian sammeln gehen. Mann. So, dann haben wir jetzt hier einmal... Ich mach mal aus. Ist nämlich voll laut. Und dann kann ich jetzt mal umziehen gehen. Mit Cap. Siehst du deine sexy Taucherausrüstung an? Ja. Richtig cool. Ich könnte auch einfach die ganze Zeit einfach nur mit den Latschen rumlaufen. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Warte mal, komm mal raus. Moment, ich seh mich selber noch nicht. Warte mal kurz. Ich stehe erstmal gerade hier. Ja, dann komm mal raus. Mal wieder umschalten. Da es ja gerade regnet, passt das auch wunderbar, dass ich hier... Das sieht schon gut aus. Das sieht wirklich sehr gut aus. Ich renne jetzt einfach die ganze Zeit so rum. Du müsstest eigentlich voll hinfallen. Ja, das ist auch... Man rennt doch langsamer. Also wenn man hier unterwegs ist, man rennt hier langsamer. Finde ich gut. Ja, und ich kann die doofe Lupe nicht herstellen. Das ist jetzt natürlich echt blöd. Was fehlt denn? Na, Obsidian. Oh Mann, ich sehe echt geil aus. Ich hatte was im Gesicht. Du hast da ordentlich was im Gesicht, ja. Naja, das ist jetzt Pech mit dem Obsidian. Dann muss ich das beim nächsten Mal machen. Aber ich finde, das sieht schon ziemlich stylisch aus. Ja schon, das ist sehr modern, ne? Ja. Auf jeden Fall. Und man hat auch ein eingeschränktes Sichtfeld, wie man sieht. Das erinnert an Subnautica. Irgendwie ein bisschen, ne? Ja, mein Gott, diese Spiele, alle miteinander verbunden. So, dann gehe ich mal hier kurz ins Wasser. Oh, da bin ich jetzt aber gespannt und ganz neidisch. Na, uns fehlt Obsidian. Ja, da haben wir es ja wieder. Wir müssen mal Obsidian sammeln gehen. Man schwimmt aber schon recht fix, finde ich. Ist außer, sehr schnell unterwegs. Außer die Waldfee. Pass auf, nicht, dass ich gleich irgendwas frisst, dann hast du den nämlich einmal umsonst gebaut. Ich bin gerade verwirrt, warum ist das da vorne? Das ist eine Ölquelle. Warum schwebt hier in der Luft? Hä? Vielleicht ist das ein Anzeigefehler? Oha. Also man kann hier auf alle Fälle weiter gucken, aber ich finde, durch das eingeschränkte Sichtfeld ist es natürlich jetzt so ein bisschen... Ich weiß nicht. Und die Atemgeräusche... Ich schnaufe hier wie sonst was. Was ist denn eigentlich, wenn ich die Maske abnehme? Habe ich dann immer noch so ein blödes Sichtfeld? Na, dann siehst du weniger. Deutlich weniger. Irgendwie schon, ne? Ja, also die Taucherbrille hilft schon dabei, dass du einen besseren Blick hast. Und nur nicht fallen lassen. Ja, also ein bisschen weiter kannst du gucken. Sieht trotzdem ein bisschen kurzsichtig aus. Und ich höre gerade hier irgendwie Schneesturm unter Wasser. Also, boah, logisch. Wenn es sonst nichts ist. Sehr schön. So, wir gucken mal runter. Das Problem ist einmal, die echt wirklich ein eingeschränktes Sichtfeld.
Das macht mir ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn dann irgendwas von hinten ankommt, zack, und in den Hintern gebissen. Also, es ist aber schon mal ziemlich cool, dass man hier keine Luft braucht. Ich hoffe, es verbraucht sich nicht so eine Flasche. Na, also... Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, denn dieser... Wenn ich wetten müsste, würde ich denken, schon. Irgendwann mal. Oh Gott, ich traue mich nicht hier runter. Ich, so ohne Geleitschutz, nee. Nee, dann mach es nicht. Dann nachdem hier letztens nicht. Unten Mosasaurus rumgeschwommen ist, habe ich da jetzt nicht so wirklich Bedürfnis, hier unten drin rumzuschwimmen. Und man kann ja aber gut Perlen sammeln, glaube ich. Ja, das ist cool. Ja, da kann man jetzt im Prinzip hier die ganze Küste lang schwimmen, denn wir haben hier wirklich die ganze Küste voll mit Perlen. Und da wir eh noch Perlen brauchen, können wir die demnächst mal sammeln. So, kommst du jetzt wieder zurück oder noch nicht? Naja, nö, ich wollte mal hier eine Runde planschen gehen. Ja, ist ja richtig cool. Also, möchte auf jeden Fall auch mal so einen Taucheranzug haben. Wie bin ich? Alter, bin ich aber schnell hier geschwommen, sag mal. Ja, es sieht schon extrem aus. Also auch so. Da gucken wir, schwimmst du schneller. Aber unter Wasser guckt ja überhaupt deine Handbewegung an. Ja, das ist schon klar, aber ich meine, ich war jetzt völlig verwirrt. Ich bin da vorne beim Lagerhaus ins Wasser gegangen. Ja, ja. Da darf ja mal sowas. Manchmal ist das komisch. Was wollte ich? Ich meine, mit Schwimmflossen schwimmt man halt schon ein Stückchen schneller. Ich parke jetzt erstmal Mike um. Mike, wo bist du? Hä? Moment. Ich bin am Lagerhaus vorbeigeschwommen. Unglaublich. Bin ja etwas verwirrt heute. Ich merke das schon. Etwas zu schnell unterwegs. Ich werde mal die anderen Klamotten wieder anziehen, damit ich hier mal ein bisschen schneller unterwegs bin wie an Land. Kannst ja dann auch mal testen. Ich pack's erstmal hier wieder in den Schrank rein. Ja, ich mach das in Ruhe. Ich mach das dann. Ich muss sagen, ich freue mich, dass jetzt hier Sonne scheint, weil es ist auf alle Fälle angenehmer als unter Wasser mit einer Taucherbrille. wir haben natürlich keinen Platz, wa? Wir haben nie Platz. Na, ich hau die erstmal hier vorne. Aber ja, genau. Also ich räume eh die Schränke noch um und aus und habe ich nicht gesehen. Ja, übrigens, es gibt auch hier neue Fackeln an der Wand. Die sind ziemlich cool, muss ich sagen. Aber die sind genauso ineffektiv wie die Standing Torches. Im Prinzip Lichtradius von, weiß nicht, Stecknadelkopf oder so. Viel größer ist er nicht, aber sieht ziemlich cool aus, finde ich. Also wenn die brennen. Ist natürlich kein Holz drin, logisch. Vorführeffekt. Ja. Mal kurz mit, ja, aber das ist wirklich ärgerlich, dass die halt so wenig Licht spenden. Ja, an sich ist das schon cool. Genau, ja. Ich meine, wenn man vergleicht, wie viel Lichtradius so eine Fackel hat, also eine normale Fackel zum in der Hand tragen, das ist die Hölle. Und dann hast du hier so ein Ding, was an der Wand hängt oder generell. Das bringt rumsteht, gar kein Licht. Das nischt. Also das ist leider so eine Sache, die stört mich extrem, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde dieses Fackellicht wesentlich angenehmer als dieses von diesen hässlichen Flutlichtlampen da. Man kommt sich vor hier wie bei einem irgendwie Verhör oder so. Wie man sie aus Filmen kennt, wenn man da so in einem Raum sitzt, ansonsten eine verspiegelte Wand vor sich und grelle Lampen. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, die Dinger hier, die sind, naja, die sind schön hell, machen eine Menge Licht, aber hässlich wie die Nacht. Beziehungsweise, naja, ne? Helfen halt nicht wirklich weiter. Die sollten eigentlich so stehen. Ja, das habe ich probiert, aber dann gucken die ja voll durch den Stein durch. Das ist auch nicht schön. Du sollst ja nicht ganz ranparken. Ja, aber das ist halt, guck dir das da mal an, warte. Ja, ansonsten müssen wir es halt hinten noch um eine... Ja, auf jeden Fall müssen wir es um eins erweitern. Ansonsten ist das halt echt blöd. Also ich zeig dir das jetzt mal, warte. Moment. Du kannst das schon machen, ich gehe mal kurz hier nach Eiern gucken. Ja, übrigens, der Oviraptor hat es leider nicht ins Spiel geschafft mit dem letzten Patch. Schade, ich habe mich auf den gefreut, dann hätte man sich nämlich das ganze Eiersuchen ersparen können. Und müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, aber ein anderer Dino hat es ins Spiel geschafft und ich habe also den Namen vergessen. Ja, der hat so einen ganz merkwürdigen Namen. Und ich war vorhin schon mal auf der Suche und habe ihn nicht gefunden. Ja, irgendwie müssen wir mal gucken. Also das werden wir einfach mal suchen gehen, das kleine Tierchen. Und ich wollte mal gucken, ich brauche mal kurz irgendwie hier so ein bisschen... Ich wollte es mal ganz kurz erklären mit dem Kochen. Ja, mach mal. Also ich habe ja schon mal ein bisschen rumprobiert... Kira nehme ich erstmal nicht. Ich brauche erstmal irgendjemanden, der hier ganz gut unterwegs ist. Und zwar recht fix. Nehmen wir mal hier so ein Wölfchen. So, nehmen wir mal Freya mit. Ja, das rote Wölfchen von letzten, das ist übrigens nicht mehr da gewesen. Aber ich gehe demnächst nochmal suchen. Und wenn ich eins finde, dann werden wir uns das auf jeden Fall holen. Ja, so rot fehlt uns ja wirklich noch in der Sammlung.
Ja, der sah wirklich sehr hübsch aus von der Farbe her, hat mir sehr gut gefallen und wie gesagt, ich hätte ihn gern geholt, aber der stand halt an der Stelle, die extrem ungünstig war, generell gesehen. Und ja, müssen wir mal gucken. Wie gesagt, den müssen wir mal suchen gehen und hier ist ziemlich kühl. Was ist denn hier los? Skorpion-Party. Ist wieder alles. Das ist Wahnsinn. Der hier wieder rumrennt. Ja, da vorne ist auch nicht weniger los. So, hier haben wir eine ganze Rute Raptoren, ein Sarko und schon wieder so ein fast ganz schwarzer Raptor. Also ich habe so das Gefühl, dass Schwarz jetzt hier mehr vertreten ist als ja, sonst. Ich habe vorhin auch einen Argentavis gesehen in Schwarz-Weiß. Ja, der, auch richtig der schick. Flog hier vorne noch rum. Ja, der sah richtig cool aus. Ich glaube, der hat jetzt kein hohes Level gehabt, irgendwas in den 50ern oder so. Ja, sogar, oder sogar niedriger war der, glaube ich. Nichts Großes, aber schick. Schick sah es aus. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, hier so ein ganz schwarzer, so wie wir beim letzten Ausflug hier hatten, der sah auch ziemlich cool aus. So. Oder was wir auch hatten, ein fast ganz schwarzes Mammut. Ja, also auch nicht, das. Nicht so wie das hier, das ist ja dunkelgrau gewesen, aber das andere war richtig cool, fast ganz schwarz. Also ich weiß nicht, ob das jetzt neu ist, aber wir haben die Farbvarianten vorher nicht gesehen. Also zumindest so viele, wie ich jetzt hier schon gekillt habe, Mammuts und sowas, ist mir ein schwarzes Mammut da nicht über den Weg gelaufen. Ja, das genauso stimmt. Wie dieser rötliche Wolf da. Habe ich auch noch nicht gesehen. Oder halt ein ganz schwarzer Geier. Und jetzt, guck mal, was haben wir denn hier? Level 4. Nee. Ja, das ist ein bisschen wenig. Ist keine also geeignete zweistellig Freundin, darf es schon sein. Ist keine geeignete Freundin für Hechmut. Und diese Säbelzahntiger von vorne, die rennen hier immer noch rum und verspeisen gerade einen Parasaurus. Sehr ja, schön. Ja, im Prinzip, ne? So, nehmen wir den hier gleich mit. Primeat, sehr schön. Brauchst du nur noch ein bisschen Primeat, also jetzt nicht wundern. Und zwar, um halt mal das Kochen zu demonstrieren. Ich bin sehr gespannt auf deine Kochkünste, das muss ich gleich mal sagen. Ja, ich weiß auch noch nicht, ob das funktioniert, ehrlich gesagt, aber müssen wir mal gucken. Du brauchst ja nur einen Kochtopf, oder? Ja. Sehr schön, weil dann kann ich nämlich nebenher noch ein paar Heiltränke herstellen. Ich habe damit vorhin schon angefangen, muss uns ja schließlich vorbereiten für die anstehende Höhlentour. Ja. Und dann werde ich damit gleich mal weitermachen nebenher. Was ist denn hier schon wieder los, Freunde? Freunde, 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 so geht's nicht mit euch. Du kommst zurecht, ja? Oh ja. Musst. Ja, und bevor jetzt wieder jemand schreibt, zieh dir doch irgendwie mal Pelzklamotten an. Wir haben Pelzklamotten, aber ich bin jetzt gerade so vor, mich umzuziehen. Denn, also mir ist zwar kalt, aber man sieht ja, meine Lebenspunkte ja, gehen im Prinzip nicht wirklich runter. Von daher kann man sich das auch sparen. Ja. So. Die sind halt auch immer so schwer. Ja, die Pelzklamotten sind extrem schwer. Das nervt mich auch ein bisschen. Also ich finde es halt ein bisschen unverhältnismäßig, gerade im Vergleich zu einer Flakrüstung, die ja aus Metall besteht, wiegt diese Pelzrüstung doch schon eine ganze Menge. Ich meine, Pelz an sich, wenn man eine richtig fette Rüstung trägt oder richtige fette Pelzklamotten, dann ist es auch nicht leicht. Das ist mir schon klar. Aber im Vergleich zu einer Metallrüstung... Ja, das macht irgendwie keinen Sinn. Also entweder sollte man die Pelzrüstung leichter machen, wäre eine Option. Also die würde ich sogar bevorzugen. Oder man macht Metallrüstung schwerer. Stimmt. Oder auch eine Lederkluft selber ist ja auch recht leicht. Also wie gesagt, das ist so eine Sache, die könnte man eigentlich nochmal anpassen. Level 72. So. Sieht's denn aus? Huch. Was ist denn hier? Sag mal. Was ist denn da los? Ein Quetzal? Warum ist der denn hier? Was ist denn da los? Level 8? Den bringst du auch noch um. Ich wollte nur mal hauen, dass er wegfliegt. Das aber war auch ein sehr seltener Gast da. Ich dachte schon, gerade hier ist irgendwie... Kommt der wieder? Der kommt wieder. Vielleicht hat er ja Prime Meat. Also ich habe jetzt gedacht, wir haben ja irgendwie Besuch bekommen schon wieder von irgendeinem... Ost oder West? Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht, aber mit dem Quetzal würde ich jetzt nicht unbedingt vorbeikommen. Ja, doch, hatten wir ja auch schon mal Besuch, aber zumindest nicht so tief fliegen. Was ist denn hier? Ein Mammut im Baum? Okay. Nehmen wir mal mit. Schadet nicht. Und den Baum gleich mit. Ja, kommt hier einfach so ein Quetzal angeflogen. Ich meine, hallo? Da beißt man halt mal rein. Da kann man auch mal, ja, doch. Ein Stück aus dem Flügel rausnagen. Lecker.
So, was haben wir denn jetzt hier? 2, 4, 6, 7, ja. Müsste im Prinzip reichen. Oh Mann, ich bin schon wieder voll überladen. Durch ganze Pelzzeug. Wäre natürlich nicht unbedingt brauchen. Wir haben ja noch genug. Ja, also ich habe vorhin erstmal wieder feststellen müssen, wie schwer Pelz eigentlich ist. Also nicht die Kleidung, sondern tatsächlich der Rohstoff. Ich kann nicht mehr als, naja, um die 200 Pelzstücken tragen. Das ist schon echt ärgerlich. Ja. So, was macht denn der Ankylo? So, ich komme mal zurück. Ich habe jetzt ein bisschen Prime gesammelt. Wie gesagt, das soll jetzt einfach nur mal kurz zur Demonstration des Kochsystems sein. Das ist nicht weiter schlimm jetzt. Und wie gesagt, man kann da ganz viele Sachen miteinander kombinieren. Vieles davon, also ich habe jetzt schon mal ein bisschen was gesehen. Nicht, also noch nicht so richtig viel, aber ich muss sagen, es hat mich noch nicht vom Hocker gehauen, was ich gesehen habe. Ist natürlich gerade am Anfang, viele Sachen sind sicherlich noch nicht getestet worden, viele Kombinationen und sowas, aber das, was ich bisher gesehen habe, so insgesamt als Rezepte, ja, weiß ich nicht, ich hätte mir mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ausbaufähig. Ausbaufähig. Nennen wir es so. Es ist im Prinzip eine tolle Möglichkeit, Ressourcen zu verschwenden, ohne was Sinnvolles bei rauszukriegen. Super. Quasi so wie die Lupe, die ich nicht bauen kann. Ja, also von der halte ich noch nicht so wirklich viel. Ansonsten ist ja noch ein, also das Level Cap wurde erhöht, das hatte ich ja schon gesagt, für Dinos und für Spieler. Das liegt jetzt bei für Spieler bei der Level 90 quasi. Und man bekommt mit Level 90 jetzt den Raketenturm. Den können wir natürlich nicht zeigen, wir sind noch nicht Level 90. Level nicht 75. Mal ansatzweise. Und folgt mir was? Nee, ich dachte gerade. Ansonsten ist noch dazu gekommen, es war noch. Ach hier, genau, Semin. Können wir vielleicht beim nächsten Mal testen. Ja, wenn wir beide mit dem Taucheranzug unterwegs sind. Ja. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, was noch dazu gekommen ist. Ich glaube gar nicht mehr so viel insgesamt. Wie gesagt, der Dino, den wir beim nächsten Mal zeigen, weil das werden wir in der Folge jetzt nicht mehr schaffen. Ja, da müssen wir dann auch wirklich erstmal vorher auf Suche gehen. So, und ich nehme mal kurz hier. Ach komm, meine ganzen Mist. Geht schneller, wenn ich das so mache. So, und jetzt macht man das entsprechend so. Man stellt hier so ein Pergamentstückchen her. Das haut man dann hier rein, im Prinzip. Wo ist es hin? Da ist es hin. Das haut man hier rein. Dann kann man hier quasi Rezept herstellen machen. Dann wählt man diesen Punkt. Und da kann man auswählen, was man haben möchte. So, dann packe ich mal hier so ein bisschen Prime Meat rein. Ich weiß gar nicht, ob man das mit normalem Essen auch machen kann, aber ich finde, das sieht ganz gut aus. Du meinst jetzt so gekochtes Fleisch und sowas? Ja. Willst du es mal ausprobieren? Ich habe zwei Stücken mit. Die na, könnte ich doch einfach rein. Gerade nicht. Und jetzt hat man ja so die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Sachen zu wählen. Ich würde sagen, wir nehmen mal einen Burger. Das Ding heißt hier mal ZOS Burger. 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 Schmeckt so, wie es aussieht. So, jetzt machen wir was total Künstliches. Ich muss mal ganz kurz gucken, welche Farbregionen hier was sind. Ich teste mal ganz kurz. Nee, das ist das Falsche. Das ist das Fleisch. Ah, das passt, ja. Das sind Tomaten. Das ist der Salat. Das ist der, was auch immer, Käse. Und ansonsten haben wir hier jetzt noch die Möglichkeit, sagen wir mal hier einen Braunton. Na, vielleicht nicht grün. Fürs Brötchen? Na, ja, wenn es ein bisschen länger gelegen hätte, kann das auch mal grün sein. Guck mal, ich finde, das sieht auch super aus, hier, das Ding. Ja, kann man essen. So. Du machst den Vorkoster. Ich meine, also das, ich finde es wunderbar. Da kann man aus mehreren Sachen wählen, da oben, oder was? Na, du kannst jetzt hier noch zwei verschiedene Bilder wählen noch. Ach zwei so. Andere, eine Torte und ein, so ein Sandwich-Ding, keine Ahnung. Ja, okay. Oh nein, mein Prime vergessen. Ja, das gehört dazu, ne? Ein bisschen Spoiled Meat dann drauf. So, ich habe natürlich jetzt nicht genug, das um einzustellen. Ah, ist ja kacke. Scheiße. Super, also das nenne ich Vorführeffekt. Das ist wirklich erfolgreich, glauben. Ja, ich konnte ja nicht mit rechnen, dass es jetzt hier so schnell geht. Ansonsten haben wir jetzt aber hier... Aber guck mal, Spoiled Meat gehört drauf. Ey, kann ich das herstellen? Ja, geil. Jetzt müsste ich natürlich noch wissen, wie man das Ding herstellt. Na, bestimmt. Ja, schmeckt so... Joa... Das ganze Zeug muss da drin sein und ich glaube ein bisschen Wasser, das brauchen wir eigentlich immer. Ja, aber ich meine, also jetzt müsste natürlich erstmal Holz rein. Haben wir noch Holz hier? Ja, nimm Spark Powder. Warte. Ich gebe dir was, ich pack was rein.
Wir können natürlich auch mal ein bisschen Spoiled Meat nehmen. Ah, guck mal, jetzt stellt es her. Ja, stellt es her. Ach, wie geil. Oh Mann. Bringt 41 Pfund. Ja, also der Effekt wäre jetzt gewesen, also gut, der sieht jetzt natürlich trotzdem schon etwas vergammelt aus, logischerweise, aber der Effekt ist ja eigentlich, es ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil er das Spoiled Meat mitgespeichert hat, logischerweise. Wenn man aber das Raw Prime Meat dort drin verwendet, 8 Stück, dann bekommt man 81 Essen, 81 Gesundheit und ich glaube ein bisschen Stamina noch dazu, also irgendwas in der Richtung. Oh, das war schon gar nicht so schlecht. Aber das ist, ich meine dafür, dass man halt wirklich das Prime Meat, also 8 Stück halt verwursten muss. Ich weiß nicht, wenn ich das einfach so koche und mit mir rumschleppe, dann weiß ich nicht, hält das bestimmt ein bisschen länger. Also, oder beziehungsweise effektiver, sagen wir es mal so. Ja. Naja, also der sieht jetzt wirklich schon ein bisschen angegammelt aus. Hier, wir haben ein bisschen Spoiled Meat mitverwendet und ich würde sagen, ich koste den trotzdem mal. Wenn mir gleich kotzübel wird, weiß ich warum. Ein Sussburger. Klingt zwar wie eine Suppe, aber ich weiß auch nicht. wie gesagt, also der Burger ist halt schon gewöhnungsbedürftig. Ich muss sagen, mit dem Spoiled Meat lecker. Vielleicht können wir auch nur Spoiled Meat nehmen. Müssen wir mal gucken. Also gibt es ja diverse Varianten von, wie gesagt, man kann ganz viele Eier noch verwenden und andere Gemüsesorten und sowas. Wir werden mal ein bisschen rumprobieren und vielleicht können wir irgendwann mal vielleicht noch was anderes zeigen. Außer diesen Sauceburger, der hier so ein bisschen nach vergammeltem Fleisch schmeckt. Der Gammelfleisch-Skandal. Der Gammelfleisch-Burger. Hätte man vielleicht auch nennen sollen. Gammelburger oder so. Ach, schön. Sauce-Gammelburger. Beim nächsten Mal quasi, für die ganz Mutigen. Ja, den trägt ich dir dann an. Schön. So, das soll es gewesen sein für die erste Episode. Wir sind ja schon durch. Und mir ist auch gerade schon etwas komisch. Weiß ich nicht. Drück doch mal auf Z. Mal gucken, was passiert. Mal kurz in die Ecke stellen. Ja, wunderschön. Ah. Jetzt hast du den Kloß hingelegt. Wunderbar. Geil, den kannst du gleich im nächsten Burger verarbeiten. Guten Appetit. Ah, du bist eklig. Ja, ich weiß, aber du hast den Burger erfunden. So, gut, wie gesagt, das soll es gewesen sein für die Episode. Es geht gleich weiter, 15.30 Uhr, also einschalten nicht vergessen, beziehungsweise eigentlich ist es schon 15.30 Uhr, die Folge ist heute wieder überlang. Ja, das stimmt. Und also wie gesagt, gleich das nächste Video anschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ciao.